Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Während wir hier im Bundestag debattieren, bombardiert die Luftwaffe Saudi-Arabiens ununterbrochen die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Die Hilfsorganisation CARE berichtet, dass allein bei den heftigen 19 Luftangriffen heute Morgen 7 Menschen ums Leben gekommen sein sollen, darunter 4 Kinder. Und uns erreichen dramatische Berichte aus der Hauptstadt. Eine Bombe fiel unweit unseres Büros. Die Fenster hielten der Erschütterung kaum stand. Der Boden bebte heftig. Wir sahen Rauch in der ganzen Stadt aufsteigen, berichtet Alexandra Hilliard, die für CARE in der jemenitischen Hauptstadt arbeitet. Später hörten wir, dass eine Familie in einem Wohngebiet im Schlaf getötet wurde. Diese Familie ist gestern Abend nichtsahnend schlafen gegangen und wird nun nie wieder aufwachen. Zitat Ende. Man könnte sich natürlich fragen, was hat das Geschehnis in Jemen mit uns hier in Berlin zu tun? Ich sage ganz einfach, es sind deutsche Waffen in den Händen der islamistischen Kopfabdiktatur Saudi-Arabien, die im Jemen hier bombardieren und mitmorden. Und deshalb brauchen wir ganz dringend einen umfassenden, einen absoluten Rüstungsstopp für Saudi-Arabien, für Ägypten und alle anderen Länder, die an diesem mörderischen Krieg beteiligt sind. Aber hat denn die Bundesregierung keinen Lieferungsstopp, keinen Waffenstopp nach Saudi-Arabien erlassen? Könnte man natürlich auch fragen. Nein, denn der sogenannte Lieferungsstopp steht nur auf dem Papier. Es ist nämlich das Gegenteil. Wir haben mit einem gezielten Täuschungsmanöver, würde ich sagen, der Bundesregierung hier zu tun. Denn über die Länder wie Frankreich, Großbritannien und Italien werden weiterhin Waffen geliefert, die in Saudi-Arabien oder eben auch bei den Emiraten, die im Jemen bombardieren und Krieg führen, weiterhin landen. Und dass sie dabei auch noch die europäische Idee und die europäischen Verpflichtungen als eine Ausrede bemühen, obwohl diese Lieferungen eben doch gegen europäisches Recht verstoßen, gegen den gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union verstoßen, die Lieferungen in dieses Kriegsgebiet, sind ihre Äußerungen meines Erachtens absolut zynisch. Es bleibt dabei, die Genehmigungen von Rüstungsexporten an Saudi-Arabien sind auch ein eklatanter Verstoß gegen das Friedensgebot in unserem Grundgesetz. Und es ist auch ein Verbrechen. Es ist auch ein Verbrechen und muss deshalb auch dringend gestoppt werden. Und ich finde es auch wirklich an Zynismus kaum zu überbieten, dass die Bundesregierung klammheimlich die Bestimmungen für einen korrekten Endverbleib deutscher Rüstungsexporte geändert hat. Sie erklären uns jetzt als Regierung, dass es keinen Verstoß durch Saudi-Arabien gegen die Endverbleibserklärungen bedeutet, wenn die Waffen in einem Krieg gegen das Nachbarland wie Jemen eingesetzt worden sind, solange sich diese deutschen Waffen in den saudischen Händen befinden. Wenn Sie das tatsächlich ernst meinen, ja, dann können Sie sich auch das ganze Regime der Endverbleibskontrolle sparen, meine Damen und Herren. Denn dann ist ja klar, dass bei jeder Verwendung deutscher Waffen in Angriffskriegen oder in einem Bruch des Völkerrechts von Frau Merkel, Herrn Altmaier oder auch Herrn Heiko Maas der deutsche Behördenstempel aufgedrückt wird, alles unbedenklich. Ich finde und meine Fraktion finden, die Menschen im Jemen brauchen dringend einen absoluten Waffenstopp. Wer weiter liefern und genehmigen lässt, wie die Bundesregierung, macht sich mitschuldig an den Massakern, an der Hungerblockade gegen eine ganze Bevölkerung mit dem Hungertod von bisher 50.000 Kindern und dem Morden von Zivilisten im Jemen. Deshalb fordern wir, stoppen Sie die Waffenexporte. Vielen Dank, Servin Mitadelen. Jetzt kommt vor allem Klaus-Peter Wilsch, das ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin.